Okay, wollen wir anfangen? Ja, dann freue ich mich, dass jetzt so viele gekommen sind zu unserem Forum Personalisierung, das Geheimnis der Algorithmen. Meine beiden Gesprächspartner sind ja eben schon vorgestellt worden. Kaspar Clemens Miro von der Spaceria und Max Senges von Google. Mein Name ist Oliver Passek und ich moderiere und führe hier heute durch das Forum Vertrauen. Ja, einige Leitfragen sind ja bereits Ihnen mitgeteilt, veröffentlicht worden in diesem Zusammenhang, vor allen Dingen auch technischer Natur. Wie funktionieren Algorithmen technisch? Wie wird die eigene Agenda des Unternehmens bei der Algorithmusprogrammierung berücksichtigt? Welche gesellschaftlichen, politischen Auswirkungen werden personalisierte Suchmaschinen haben? Das heißt, Personalisierung ist natürlich in diesem Zusammenhang ein ganz wichtiges Stichwort. Wir wollen dieses Forum, wir haben ungefähr eine Stunde Zeit, möglichst interaktiv gestalten. Das bedeutet, ich werde natürlich schauen, dass ich Sie als Publikum rechtzeitig mit einbeziehe. Es ist auch möglich, zwischendurch Fragen zu stellen, selbstverständlich auch Verständnisfragen. Das wird auf jeden Fall einen interaktiven Part sozusagen entgeben. Ich möchte dann am Anfang Sie noch darauf aufmerksam machen, dass es die Möglichkeit gibt, auch Fragen, gerade wenn Sie nicht mehr drankommen, an die Tafel zu schreiben, die wir im Nachhinein für die Dokumentation noch aufgreifen können oder auch praktisch im Vorgriff auf die nächsten Foren Fragen an die Tafel schreiben können, die ich dann auch als Moderator aufgreife. Also machen Sie von der Möglichkeit Gebrauch, Stift und Papier ist sozusagen vorhanden. Gut, ich denke, dann lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss natürlich am Anfang ein paar Worte auch dazu sagen, wo wir natürlich möglichst nicht drüber reden wollen. Das heißt, das Thema Personalisierung, Suchalgorithmus, die Macht der Suchmaschinen, Stichworte wie Code is Law sind in aller Munde. Das hat natürlich mit dem Fall Bettina Wulff zu tun. Plötzlich sozusagen wollen alle wissen, wie so ein Suchalgorithmus zustande kommt, was eine Autoergänzungsfunktion ist, Reputationsmanagement im Netz. Aber wir wollen uns natürlich möglichst jetzt nicht sozusagen an einer persönlichen Geschichte abarbeiten, sondern wirklich das Ganze politisch-gesellschaftlich aufarbeiten und dabei vor allen Dingen auch in das Verhältnis zwischen Nutzer, Nutzerinnen und Unternehmen, zwischen gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen schauen. Ja, ich würde jetzt sozusagen noch mal ganz kurz meinen Gesprächspartnern die Gelegenheit geben, sich vorzustellen. Und ich würde einfach sagen, Kaspar, wenn du anfängst. Ja, mein Name ist Kaspar Clemens Mirau. Ich bin Medienwissenschaftler und Mitglied, wenn man das so sagen kann, der datenschutzkritischen Spaceria. Der Name muss immer kurz erklärt werden für die, die ihn noch nicht gehört haben. Es gibt seit einigen Jahren jetzt neben dem besonders in Deutschland sehr starken Überlegungen über den Datenschutz eine Gegenbewegung, die eben versucht zu überlegen, welche Kritikpunkte kann es am Datenschutz geben, wo sind die Grenzen, gibt es vielleicht bestimmte Dinge, die wir nochmal neu überlegen müssen. Datenschutz ist besonders ein sehr deutsches Thema, das Wort lässt sich auch zum Beispiel kaum ins Englische übersetzen. Da gibt es zwar Data Protection, aber es meint was anderes als das, was wir im Deutschen mit Datenschutz meinen. Das ist ein sehr aufgeladener Begriff. Und es gibt so ein paar Gründungsmomente der Spaceria. Es gab ein relativ bekanntes Interview mit Julia Schramm, die in der Piratenpartei ist und damals sagte, Datenschutz ist sowas von 80er. Das wurde dann sehr stark aufgegriffen in der Presse, was natürlich ein sehr gutes Statement ist. Da hat man sich natürlich lange drüber Gedanken gemacht. Und einer der Pressesprecher des Chaos Computer Clubs meinte, einmal auf einem Panel, diese Post-Privacy-Spackos, also als sie auf diese Post-Privacy-Bewegung angesprochen wurde. Und dieser Begriff Spacko wurde eben zu Spaceria im Aufgriff der Schickeria sozusagen aufgegriffen. Daher kommt dieser Begriff datenschutzkritische Spaceria. Und da sind einfach eine Handvoll Leute, sozusagen, die sich in diesem Rahmen treffen, natürlich nicht körperlich, sondern eher virtuell, und schon unterschiedliche Ansätze haben, aber eben drüber nachdenken, welche schwierigen Sachen wir auch mit dem Datenschutz haben und darüber sozusagen versuchen, so einen argumentativen Gegenpunkt zu bilden. Ja, wunderbar, sehr spannend. Ich hoffe, alle haben jetzt einen Einblick bekommen, was unter der Spaceria zu verstehen ist.
Max, du repräsentierst ein Unternehmen, was sehr bekannt, aber trotzdem zu sagen, für uns auch viele Geheimnisse mit sich bringt. Du bist Philosoph und auch, glaube ich, Wirtschaftsinformatiker, aber für uns, wie gesagt, besonders spannend als Mitarbeiter der Firma. Du bist bei Google Deutschland angestellt und bist dort Koordinator für die Multi-Stakeholder-Aktivitäten. Und mich würde jetzt mal interessieren, was sozusagen genau unter deiner Tätigkeit zu verstehen ist, ja, welche Projekte, Aufgaben damit verbunden sind und ja, in welchem Spektrum du dich sozusagen auch in der Politikvermittlung dann bewegst. Ja, gerne. Schönen guten Tag. Ich hoffe, ich kann das ein oder andere Geheimnis lüften oder klären, dass es gerade nicht so geheimnisvoll ist, sondern eher eine sehr komplexe Materie, in die man sich eben einlesen muss. Es gibt neben dieser sehr einfachen Seite mit dem Suchschlitz dann noch ein ganzes Universum von Informationen, die aber für die meisten Leute vielleicht nicht so zugänglich sind. Ich denke, wir kommen dazu, wenn wir über den Algorithmus reden. Ja, Multi-Stakeholder-Kooperation, darum kümmere ich mich bei Google Deutschland jetzt seit 2009. Da geht es im Kern darum, das Governance-Modell des Internets, das Expertenorganisationen, Gruppen wie die Internet Engineering Task Force, ICANN, der W3C, aber durchaus auch dann politischere Organisationen wie das Internet Governance Forum so aufgebaut sind, dass Zivilgesellschaft, Privatwirtschaft und Politik zusammenkommen und gemeinsam ihre jeweiligen Expertisen einbringen und Probleme erkennen und angehen. Und dieses Vorgehen versuchen wir in Deutschland etwas populärer zu machen, nicht zuletzt durch das Internet und Gesellschafts Collaboratory, kurz CoLab, das ein Think Tank ist, was mittlerweile in seiner 6. Initiative jeweils 30 Experten aus den verschiedenen Gebieten zusammenbringt. Und dann beschäftigen wir uns mit Themen wie Privatheit und Öffentlichkeit oder Regelungssysteme für informationelle Güter. Und bin ich unterwegs, suche Kooperationen, die diese Themen voranbringen, die einen Diskurs in dem Bereich vertiefen, so wie wir das hoffentlich jetzt auch gleich tun. Genau, ich denke, wir haben jetzt einen ersten Einblick in dein Tätigkeitsfeld bekommen, aber ich will noch mal genauer nachfragen, weil ich glaube, es ist so ein bisschen möglicherweise schon Dualismus deutlich geworden, allein durch dieses Collaboratory. Google verfolgt ja einen ganz anderen Ansatz in seiner Lobby, in seiner Policy, sich nicht sozusagen an Nichtregierungsorganisationen abzuarbeiten, sondern sie zu integrieren in den eigenen Diskurs, was natürlich auch sozusagen nicht unumstritten ist und sicherlich möglicherweise auch zu Unsicherheiten bei Loyalitäten führen kann. Ganz konkret gefragt, ich habe in deinem Blog gelesen, du hast gegenüber der Netzgemeinde, also auch gegenüber uns allen hier, einen hippokratischen Eid geschworen, der sozusagen Transparenz beinhaltet, Do No Harm, die Verpflichtung, möglichst auch Commons offen zu handeln. Gleichzeitig hast du aber auch, gehe ich mal von aus, wie der dotiert ist, wollen wir natürlich nicht drüber sprechen, einen Arbeitsvertrag, einen ganz normalen, mit Google hier in Deutschland geschlossen. Ja, wie bewegst du dich sozusagen zwischen diesen Polen? Ja, vielleicht, um erst nochmal zu erklären, was der Ansatz hier gewesen ist. Ich denke, es geht letztendlich um zwei Prozesse, einmal einen institutionellen politischen Prozess und einmal einen individuellen Prozess, wo jeder persönlich seine Verantwortung und seinen Code of Conduct, seine Prinzipien, wie er mit den Themen umgeht, klar macht. Ich habe versucht, mit diesem hippokratischen Eid eben meine persönliche Herangehensweise klarzumachen, habe den jetzt übrigens weiter diskutiert mit einer Koalition, die sich Internet Rights and Principles nennt. Das heißt, der Code wird jetzt gerade nochmal auf Gemeinverträglichkeit sozusagen überprüft und weiter überarbeitet und wird so hoffentlich bald auch für andere zum sich dazu bekennen und dann entsprechend auch danach in dem Code of Public Opinion, also in der Öffentlichkeit diskutiert werden, wenn man denn sowas öffentlich gesagt hat, dass man dann dafür auch rangenommen wird. Ganz konkret geht es da auf die Frage, die du gerade genannt hast. Ich habe den natürlich mit meinem Arbeitgeber absprechen müssen, der hat aber keine Bedenken gehabt. Da stehen zum Beispiel durchaus so Sachen drin, wie wenn ich ein Problem sehe, das innerhalb der Firma auftaucht, dass ich das natürlich zunächst versuche, intern anzusprechen und zu klären, wenn das aber nicht möglich ist und schwerwiegend oder so, dass ich sage, das geht nicht, dass ich dann durchaus auch damit an die Öffentlichkeit gehe.
Und so hoffe ich eben, das Vertrauen in mich und dadurch auch in die Firma zu erhöhen und könnte mir vorstellen, dass das insgesamt ein ganz spannender Ansatz ist, um immer mehr Leute eben wirklich auch ernst nehmen zu können in dem, was sie sagen. Okay, kommen wir jetzt mal zu dieser Neudefinition, das Verhältnis von, ich nehme jetzt mal, weil ich ja auch hier Max Senges ja mit auf dem Podium habe, das Verhältnis von Individuum und Unternehmen im digitalen Zeitalter. Ich glaube, dass die Spakeria ganz gut für diese Neudefinition von Privatsphäre, von dem Umgang in digitalen Netzwerken steht, sozusagen für diesen Diskurs, und du deshalb sicherlich auch einiges sagen kannst, wie deiner Meinung nach im Netzzeitalter das Verhältnis von Unternehmen und Individuum in Bezug auf Transparenz, in Bezug auf Privatsphäre neu geordnet werden muss. Welche Anforderungen stellst du da vor allen Dingen auch an die Wirtschaft, gerade an informationsverarbeitende Unternehmen, und welche Selbstdefinition sozusagen siehst du für dich, für euch selbst im Internet? Also als Mitglied der Spakeria bin ich jetzt natürlich nicht der geeignetste Google-Kritiker, weil wir natürlich doch deutlich offener für einen deutlich offeneren Umgang mit oder entspannteren Umgang mit Daten plädieren oder auch einfach prognostizieren, dass das einfach passiert und man darüber nachdenken muss, was sozusagen der neue Zustand ist, dass ich, wir haben eben drüben das Wort Kontrollverlust gehört, von das Michael Seemann ja geprägt hat. Also persönlich benutze ich selbst natürlich auch relativ viele Google-Dienste und pumpe eine Vielzahl an Daten da rein, zum Beispiel in Latitude, wo ich mich aufhalte, 24 Stunden am Tag, weiß Google, ich glaube fast auf den Meter genau, wo ich bin. Das mache ich persönlich relativ gerne, weil ich an einem bestimmten Punkt beschlossen habe, dass es mir nichts mehr ausmacht. Das war aber ein Prozess sozusagen, wie ich mich dazu entwickeln musste. Problematisch an der ganzen Geschichte wird es natürlich, wenn ich darüber nachdenke, was ich eigentlich dann mit meinen Daten tun kann. Also was habe ich davon? Warum tue ich das? Warum gebe ich meine Daten preis? Es gibt natürlich dieses Wort des Mehrwerts. Also meistens gibt es ja so diese Funktion, die man gerne benutzen würde. Und vielleicht manchmal ist es auch spielerisch. Bei diesen ortsbezogenen Diensten gab es viel spielerische Elemente, dass man irgendwo bei Foursquare zum Beispiel einchecken konnte und war dann plötzlich der Mayor des Ortes. Plötzlich entstehen dann daraus aber nützliche Dienste, die vielleicht am Anfang noch ein bisschen lustig sind. Bei Google versucht man seit jetzt, ich glaube, einem Monat oder so, mir zu sagen, wann ich los muss. Also zum Beispiel morgens so eine halbe Stunde vor der Arbeit sagt mir mein Telefon, dass ich jetzt mich ungefähr auf den Weg machen sollte, obwohl ich halt keinen Kalendereintrag hat, weil es halt versucht hat zu lernen, wann ich wo bin. Das führt zu lustigen Situationen am Wochenende. Da ist mein Telefon wirklich Stein und Bein der Meinung, ich muss jetzt echt zu meiner Schwiegermutter jedes Wochenende. da haben wir also noch so eine gewisse Dissonanz. ich übergehe mein Telefon dann einfach und hoffe darauf, dass es lernt, dass ich es nicht jedes Wochenende tue. Aber worauf ich hinaus will, es gibt natürlich Probleme auch an dieser Datenöffnung. Also ich öffne einerseits natürlich passiv einfach durch meinen bloßes Nutzen des Netzes, passiv im Sinne von, dass mir jetzt nicht bewusst ist, dass ich Daten irgendwo preisgebe. In jedem Augenblick aber auch aktiv, wenn ich bestimmte Dienste nutze, gebe ich meine Daten preis. Komme aber immer wieder an den Punkt, wo ich mir die Frage stelle, wie kann ich denn meine Daten wieder rausholen? Weil es gibt im Netz sehr viele schöne Beispiele dafür, dass man Daten weiterverarbeitet, dass man Daten von einem Programm in das andere kopiert und dann damit irgendwie Dinge tun kann, auch ohne Programmierer zu sein. Das ist ja das eigentlich Schöne. Also es gibt ja viele schöne Tools. Und auch Google ist jetzt nicht unbedingt das beste Beispiel dafür, dass ich wirklich problemlos an meine Daten wieder rankomme. Also zum Beispiel bei Latitude kann ich zwar ganz gut angucken, meine Daten, und auch exportieren. Ich habe aber zum Beispiel auch andere Personen, die würde ich denen dann gerne freigeben. Das wird mir wieder nicht ermöglicht. Und da möchte ich doch gerne viel mehr Einflussmöglichkeit darauf haben, was mit meinen Daten passiert. Ich habe kein Problem damit, dass sie gesammelt werden, aber ich möchte sie auch wieder zurückhaben und weitergeben können. Ich denke, das ist jetzt das konkrete Stichwort auch an dich, Max, sozusagen. Ja, die große abstrakte Frage ist natürlich, was macht Google
mit unseren Daten. Mich würde natürlich auch interessieren, ob wir vielleicht wirklich ein Geheimnis lüften können, ob du den Suchalgorithmus von Google kennst, der sich ja in letzter Zeit auch weiter transformiert hat. Das ist eine neue Struktur in den Suchergebnissen, wo auch Google-eigene Dienste wie YouTube eine große Rolle spielen. Schlagzeilen hat das sogenannte Downranking gemacht, dass jetzt auch Copyright-Verstöße berücksichtigt werden. Es gibt ja in Deutschland schon länger spezielle Filterungen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Jugendschutz-Kodex, den ihr vereinbart habt mit der freiwilligen Selbstkontrolle, Multimedia. Ja, kannst du uns Einblick geben in diesen geheimnisvollen Algorithmus? Ja, also ich denke, so ein bisschen werde ich das tun können. Es laufen über 200 Indikatoren in das Ranking mit ein. Da kann ich natürlich nur bedingt was dazu sagen. Aber vielleicht zunächst nochmal zu deinem Punkt mit den Daten, die du gerne in einer klareren Form wieder hättest zur Weiterverwendung. Ich denke, das ist eine absolut berechtigte Forderung. Und es gibt bei uns eine Gruppe, die heißt Data Liberation Front und kümmert sich genau darum, dass man die Daten eben wieder rauskriegt. Und ich denke, wir sind da an so einer Kernthematik dran, Innovation, Standardisierung festlegen auf auf eine Praxis, die man dann eben auch beibehält. Also die Frage ist, wie dynamisch bleibt das System, wenn man sich einmal auf einen Standard geeinigt hat, dann sollte man dann logischerweise auch bei bleiben. Wenn die Sache noch ziemlich in Bewegung ist, ist die Vorstellung bei Google, dass es eben sinnvoller ist, erstmal, ich sage jetzt einen bestimmten Zeitraum, ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre, das weiterlaufen zu lassen und dann zu gucken, dass man sich mit anderen Anbietern auch darauf einigt, dass man mit den Daten eben Interoperabilität schafft. Ganz spannendes Thema. Ich denke zum Beispiel bei Social Media, bei sozialen Netzwerken sind wir da jetzt langsam an dem Punkt, wo man sagt, wieso muss ich mich bei 5 verschiedenen Diensten anmelden? Es langt ja eigentlich, wenn ich ein Profil habe und dann vielleicht irgendwelche Zusatzfunktionen für das jeweilige, für den jeweiligen Dienstkontext noch anbiete. Aber das erstmal zu Open Standards, ein Thema, was, glaube ich, in dem ganzen Personalisierungs- und Datendiskurs ein spannendes ist. Zu deiner Frage mit dem Algorithmus. Es ist ganz interessant, dass immer behauptet wird, es wüsste keiner, wie dieser Algorithmus funktioniert. Es gab ein Paper, das ganz normal im wissenschaftlichen Journal veröffentlicht wurde, was nach wie vor die absolute Kernfunktion dieses Algorithmus beschreibt. Das ist nämlich, wie viele andere Seiten auf eine jeweilige URL verlinken. Das ist nach wie vor die Nummer eins der Gewichtung. Wenn wenige Seiten darauf verlinken, ist die Seite relativ weit unten. Wenn viele Seiten darauf verlinken, ist sie relativ weit oben. Das war die geniale Idee von Larry Page und Sergey Brin. Und die hat sich aber natürlich sehr viel weiterentwickelt. Ich habe gerade gesagt, über 200 Indikatoren laufen darauf ein. Die ganze Struktur ist sehr viel mehr auf Echtzeit ausgelegt. Das heißt, wann ist der letzte Update passiert, ist eine ganz entscheidende neue Komponente, die natürlich früher, als es nur statische Webseiten gab, längst nicht so relevant gewesen ist. Und Kernsatz, den ein Kollege von mir kürzlich gesagt hat, es wird nicht dabei bleiben, dass Internetsuche darauf hinausläuft, dass sie 10 blaue Links vor sich sehen und dann entscheiden, welcher davon der richtige ist, sondern es kommt eben sehr viel mehr auf den Suchkontext an. Das ist einmal der örtliche Kontext, suchen Sie aus Deutschland, suchen Sie aus dem Flugzeug, wo raus wird gesucht und in welchem Kontext wird gesucht. Wer sucht, ist einfach im Anbetracht der vielen Informationen, die da sind, da eine Nützlichkeit für den Nutzer zu generieren. Das ist ja das Ziel von Google. Und so wie sich das Netz verändert, verändert sich in dem Kontext auch die Suche. Das geht dann auch in die Richtung, die du dann angesprochen hast, die Weiterentwicklung im Sinne von Downrating oder auch Autocomplete. Das alles bezieht sich natürlich darauf, wer sucht da gerade? Der Algorithmus lernt und wird darauf angepasst, wie vorher gesucht wurde. Ich denke, der Vorwurf, dass das sozusagen gegen den Willen des Users passiert, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht besonders greifbar, denn jeder hat Zugriff auf diese History, wenn man eingeloggt ist. Wenn man nicht eingeloggt ist, kann er logischerweise auch nicht auf die History zurückgreifen. Also insofern, finde ich, machen sich die Kritiker da häufig etwas zu einfach, indem sie einen Vorwurf tätigen, der eigentlich
eigentlich nur darauf beruht, dass sie sich nicht richtig informieren, wie das funktioniert. Man kann sehr, sehr, sehr viel über diesen Suchalgorithmus lernen in den Webmaster-Dokumenten. Es gibt ja eine ganze Berufsbranche, die sich nur damit beschäftigt, die Suchrankings zu verbessern. Und da eine Balance herzustellen zwischen den Profis, die viel Geld dafür ausgeben, um ihr Suchranking hochzubringen, und demjenigen, der das vielleicht nicht tut, aber sehr guten Content bereitstellt. Wir versuchen herauszufinden, was ist der beste Treffer für den User, nicht wer hat das meiste Geld für die Optimierung ausgegeben. Und insofern muss es eine gewisse Komponente geben, die wir nicht preisgeben können, weil sonst, also das ist ein allgemein bekanntes Spiel unter Experten. Google verändert den Algorithmus, die versuchen das zu rekonstruieren, was wir jetzt verändert haben, dann wird die Optimierung wieder darauf eingestellt und dann 2 Wochen später sitzen wir wieder da und haben die am besten optimiert haben. Also wenn sie komische Suchergebnisse haben, dann liegt es nicht daran, dass unser Algorithmus schlecht geworden ist, sondern dass die Leute, die ihnen irgendwelche Sachen verkaufen wollen, auf einmal ihre Seiten so top darauf optimieren, auf diesen Suchbegriff, auch wenn sie nichts mit dem Suchbegriff zu tun haben, dass unser Algorithmus das nicht mehr erkennt. Und dafür sammeln wir die Daten, dafür sammeln wir die historischen Ergebnisse auf die entsprechenden Suchanfragen, um zu sagen, okay, wenn das letzte Woche ganz oben war, wieso ist es heute nicht mehr ganz oben? Solche Fragen stellen zu können, das ist, denke ich, im Kern der Innovationsmotor dabei. Ich muss jetzt doch noch einmal genauer nachfragen, ohne zu tief jetzt in das semantische Web einzutauchen oder dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen Suchmaschinenoptimierung und sozusagen eurem Dienst zu vertiefen. Aber 3 Stichworte vielleicht eher technischer Natur würde ich dich bitten, nochmal zu erläutern. Das ist einmal, welche Rolle spielen Cookies in diesem Zusammenhang? Dann funktioniert die Autoergänzungsfunktion analog sozusagen zum Algorithmus oder gibt es da nochmal spezielle Vorkehrungen? Und das dritte ist einfach, wo geht die Reise hin? Das Stichwort lautet Google plus your own world, das heißt diese Verknüpfung von allen persönlichen Daten, die Google zur Verfügung hat, quer über alle Dienste, eine Vorstellung, die natürlich auch im Sinne von Datensicherheit und so weiter problematisch ist. Ja, sehr gerne, gute Fragen. Also zu der Cookie-Thematik vielleicht einmal ganz kurz die historische Entstehung, was ist eigentlich so ein Cookie? Es ist entstanden aus einem Programm unter Unix, das immer gefragt hat, give me more cookies, und das hat so lange nachgefragt, bis letztendlich ein kleiner Pointer gesetzt wurde, der gesagt hat, ich bin satt. Ja? Und diese Funktionalität, einen Status abzubilden, ist im Netz eigentlich nicht vorhergesehen. Und der wurde durch Cookies eingeführt als Innovation, die wirklich wahnsinnig sinnvoll ist, weil sonst könnten sie gar keinen Webshop programmieren oder irgendwas, was einen Status von ihrer Interaktion auf einer Seite hat, abbildet. Das heißt, es ist eine Grundfunktion, die ohne die das Netz sich nicht so hätte entwickeln können und auch nicht funktionieren würde heute. Es ist ein klassisches Beispiel, was jetzt gerade mit der Cookie-Regulierung versucht wird von Leuten, die wirklich gute Intentionen haben, nämlich einen besseren Datenschutz zu gewährleisten, aber eben nicht mit den Technikern reden, sondern von einem politischen und einem rechtlichen Ansatz reinkommen, wo ich eben sage, dieser klassische Multi-Stakeholder-Ansatz ist das Einzige, was funktioniert, nämlich, dass sich die Techniker unterhalten mit den Leuten, die tatsächlich, umgekehrt, dass sich die Leute, die versuchen, eine sinnvolle Regulierung hinzukriegen, mit den Technikern hinsetzen, sodass eine Lösung gefunden wird, die das Ganze, sagen wir mal, im Rahmen hält. Ich denke, Google ist da relativ in noch guten Gewässern. Es gibt aber auf jeden Fall eben solche Optimierer, solche Werbenetzwerke, die über x Seiten Cookies schalten, die sich gegenseitig triggern. Und also da gibt es wirklich abgefahrene Sachen. Und wir würden auf jeden Fall unterschreiben, dass da was passieren muss. Aber im Moment wird quasi das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und man sagt, okay, diese ganzen Cookies sind alle irgendwie unsauber. Und letztendlich führt der momentane Vorschlag meiner Meinung nach dazu, dass sie so oft gefragt werden, akzeptieren, dass keiner mehr irgendwie unterscheiden kann, ist das jetzt ein schlechter Cookie oder ein guter Cookie. Also diese Differenzierung zu überlegen, was sind Cookies, die wirklich gebraucht werden und was sind Cookies, die man nicht braucht, ist momentan noch nicht der Fall.
Zu deinen zwei anderen Punkten. Einmal das Autocomplete. Das Autocomplete ist was, was Google eingeführt hat, was aber übrigens mittlerweile bei fast allen großen Suchmaschinen passiert. Auch zu dem Fall, den du gesagt hast, den wir nicht großartig thematisieren sollen mit Bettina Wulff, kann ich nur sagen, auch wenn Sie bei Bing anfangen mit Bettina, kriegen Sie sofort dasselbe Autocomplete. Also es ist kein Einzelfall und die Technik funktioniert so, die basiert rein darauf, was andere Leute eingegeben haben vorher. Das heißt, es hat überhaupt keine Wertung darin. Es ist auch kein besonders schwieriger Algorithmus, muss man sagen, sondern man guckt einfach, was in einer gewissen Zeichenkette meistens dann als nächstes gekommen ist. Das hilft einerseits dabei einfach schneller die gewünschte Anfrage einzugeben und andererseits aber durchaus auch bei solchen Geschichten wie Rechtschreibfehlern. Denn diese kleine Funktion meinten Sie, basiert logischerweise auf demselben Algorithmus, also eigentlich eine ganz schlaue Geschichte. Inwieweit man da jetzt von einem Meinungsausdruck sprechen kann, das ist eine Frage, die wir vielleicht in einem Extra-Panel mit ein bisschen mehr Distanz behandeln sollten. Aber so viel vielleicht zu der Funktion an sich. Der letzte Punkt, den du angesprochen hast mit Google Plus Your World, geht wieder auf die Tatsache hinweg, dass wir eben kein statisches Netz mehr haben und sich auch eine Suchmaschine weiterentwickelt von diesen 10 blauen Links, die es eben früher gewesen sind, um möglichst hohe Relevanz zu schaffen und auf die vorhandenen Datenquellen zurückzugreifen. Also sprich, wenn Sie zum Beispiel nach Persönlichkeiten suchen oder nach Begriffen, die auf Wikipedia klar definiert sind, bekommen Sie jetzt auch in Deutschland rechts nebendran so, den sogenannten Knowledge Graph abgebildet, der die Informationen versucht, so knackig wie möglich zusammenzufassen, die, soweit das möglich ist, verifiziert sind. Und das bedeutet auch, dass aus dem Google-Universum, sage ich jetzt einfach mal, den Gmail-Daten, den Google Docs Ergebnisse angezeigt werden, egal in welcher der Funktionen Sie gerade sind. Also wenn Sie in Gmail suchen, bekommen Sie auch Ihre Google Docs angezeigt, die das entsprechende Schlüsselwort mit drin haben und Ähnliches. Wir machen das nicht aus Jux und Dollerei, sage ich mal, sondern wir versuchen laufend die Ergebnisse zu verbessern. Das ist ein ziemlich harter Markt, würde ich mal sagen. Die Konkurrenz ist dann nicht besonders weit weg von uns und das sind Themen, wir fragen unsere User, was würdet ihr euch denn wünschen, beziehungsweise haben Ideen und fragen dann, würde das Sinn machen, testen das x-mal. Und wenn wir merken, das kommt gut an, die Leute finden das nützlich, was wir da vorhaben und programmieren, dann wird das zunächst mal immer noch im Experiment langsam ausgerollt und weiter optimiert. Das ist eine Herangehensweise, die in Deutschland vielleicht nicht so üblich ist. Wir wollen die Sache erstmal vom TÜV abgestempelt haben, bevor sie auf den Markt darf. Im Internet ist eigentlich eher eine Beta-Kultur üblich, wo man zu 80% die Sache fertig macht, dann einen Test anbietet, dem User sagt, wenn du sozusagen vorne mit dabei sein willst und am Zahn der Zeit sozusagen mit das mitbestimmen und Feedback geben, dann nimm die Beta-Version und entwickel das selber mit weiter mit deinem Feedback, mit der Nutzung, die du betreibst. Und das ist meiner Meinung nach ein ganz elementarer Teil der Internet-Innovationskultur, die nicht zuletzt dazu führt, dass das so ein dynamischer Raum ist und die deutsche Einstellung dazu nicht zuletzt dazu führt, dass wir in Deutschland eben noch keine großen Internetunternehmen bis jetzt hervorgebracht haben, weil die es sehr schwer haben in dem innovationskulturellen Kontext. Ja, vielen Dank, Max, für diese vertieften Einblicke in die inneren Strukturen der Google-Suche. Da stellen sich jetzt natürlich eine ganze Menge Fragen, mit denen ich dich jetzt nochmal, Kaspar, kurz konfrontieren will. Du hattest ja vorher davon gesprochen, Transparenzanforderungen auch an Suchmaschinen im Zeitalter. Reicht dir das aus, sozusagen, wie Google versucht, Nutzer, Nutzerinnen einzubinden? Ist es gerade das Gefährliche, auch im Hinblick auf die Werbenetzwerke, Google AdWords? Wie sozusagen, welche Forderungen würdest du jetzt konkret gegenüber Google formulieren, auch im Hinblick auf mögliche Alternativen? Es hat ja den Versuch gegeben, sogenannte neutrale Suchmaschinen zu etablieren. Es gibt immer wieder spektakuläre Projekte wie Wolfram Alpha
oder jetzt auch Blacko, die in den USA ziemlich viel Wagniskapital eingesammelt haben, die ihren Suchalgorithmus komplett offenlegen. Die versuchen sozusagen Vorschläge der Nutzer aktiv direkt einzubinden. Gibt es da Möglichkeiten oder geht es wirklich darum, jetzt sozusagen Google zu sagen, was man will oder auch die Politik mit Regulierung einzubinden? Ja, das Stichwort für mich ist neutrale Suchmaschine. Das ist ja in den letzten Tagen, war das oft wieder in der Presse nach der Causa, über die wir nicht reden möchten. Da haben sie gesagt, ja, wir möchten gerne eine neutrale Suchmaschine haben. Da muss man sich vielleicht nochmal kurz überlegen, was wäre denn eine neutrale Suchmaschine? Eine neutrale Suchmaschine wäre eine Suchmaschine, die Milliarden oder wie auch immer, wie viele Seiten das sind, indiziert und mir ungewertet auf ein Schlagwort Ergebnisse präsentiert. Und das ist genau, was ich nicht von einer Suchmaschine möchte. Ich möchte eine nicht neutrale Suchmaschine haben. Eine neutrale Suchmaschine müsste immer zufällig sortieren, die Ergebnisse. Weil sobald die Suchmaschine anfängt zu werden, ist sie nicht mehr neutral, sondern sie macht eine Annahme. Sie sagt zum Beispiel, Webseiten, auf die viel verlinkt sind, sind relevanter und versucht mir daraufhin das Ganze vorzufiltern. Das ist ja auch eigentlich das Erfolgsrezept gewesen von Suchmaschinen. Also es gab ja vor Google noch andere Suchmaschinen, die man vorher benutzte, also die vorher sozusagen deutlich mehr Aufmerksamkeit hatten. Und es ging immer darum, welche Suchmaschine präsentiert mir die besten Treffer. Und die besten Treffer kann man nicht neutral präsentieren, sondern die liegen einer Annahme zugrunde. Das heißt, ich möchte keine neutrale Suchmaschine. Die nächste Stufe ist, dann möchte ich eine personalisierte Suchmaschine. Ich persönlich möchte auch eine personalisierte Suchmaschine haben, weil wenn ich oben sehe, es gibt 1,6 Millionen Treffer zu einem Suchwort, dann gibt es so viele verschiedene Kontexte, in denen dieses Wort stehen kann, dass ich mir erhoffe, dass die Suchmaschine den Kontext erwischt, den ich meine, ohne dass ich jetzt lange semantische Informationen dazu geben muss. Also ja, es gibt einfach Worte, bei denen besteht Verwechslungsgefahr oder ich arbeite auch im Technikfeld, da gibt es dann Software, die heißt Puppet, ja, also Puppe. Wenn ich da jetzt Puppet eingebe, meine ich, ich möchte ins Puppentheater gehen oder meine ich, ich möchte etwas zu diesem Programm finden. Und zu beiden gibt es viele Treffer, die sind zu beiden viel verlinkt. Da ist also eine Suchmaschine für mich hilfreich, die den Kontext erkennt. Allerdings wünsche ich mir natürlich an diesem Punkt auch mehr Transparenz, weil ich natürlich schon gerne wissen würde, was nimmt sie denn eigentlich an? Das hat man eine Weile, oder das sieht man bei Amazon. Amazon macht ja unten immer gerne diese Vorschläge, was einem für Bücher und CDs und so weiter empfohlen werden. Da gibt es diesen kleinen Knopf, warum wurde mir das vorgeschlagen? Da wird das so ein bisschen transparent. Ja? Da sagt man sich so, okay, weil ich das Buch mal vor 5 Jahren gekauft habe, nimmt er jetzt an, ich möchte jetzt das Buch haben. Dazu gibt es auch die Geschichte, meine Frau kauft ab und zu mit meinem Amazon-Konto ein und lacht dann immer schon. Sie ist Kleinkindpädagogin und bestellt dann irgendwie Bücher halt über kleine Kinder und Amazon ist ständig der Meinung, wir sind schwanger. Also wirklich ständig und ich muss immer sagen, nein, bitte wieder aus dem raus. Aber immerhin habe ich schon so eine erste Einsicht und ich würde mir zum Beispiel auch von Google wünschen und anderen Suchmaschinen, dass sie mir mitteilt, was sie glaubt und was für ein Kontext ich bin. Weil vielleicht bin ich ja auch plötzlich in dem Kontext, ich möchte ins Puppentheater und möchte den vielleicht auch beeinflussen, wechseln, ohne mir jetzt groß Gedanken drüber zu machen, dass ich jetzt der Suchmaschine irgendwie groß mitteilen muss. Also einfach diese Annahmen, die sie über mich macht, die möchte ich gerne wissen und beeinflussen können. Ich habe kein Problem damit, dass sie die macht, aber ich möchte mehr über diese Annahmen erfahren. Ja, sehr gutes Stichwort. Wir möchten sicherlich auch noch mehr erfahren über das, was Google macht, was wir sozusagen von uns selbst auch im Netz einfordern. Ich würde jetzt gerne die Runde an das Publikum öffnen. Es sind auch schon einige Fragen, genau das sollte ja auch so funktionieren, an die Tafel geschrieben worden. Ich bitte Sie, das Mikro zu benutzen, weil wir live streamen, damit alle mithören können und würde jetzt um Meldungen bitten. Bitte schön. Kommen Sie nach vorne. Sie. An das Mikro bitte, oder das Mikro kommt zu Ihnen. Ich bin zu faul, ich werde sitzen, noch besser. Wenn es auch okay ist. Ja, folgende Frage. Also ich will jetzt nicht wieder auf Google rumhacken, aber ist das Problem, dass wir Suchmaschinen zum Beispiel, die Algorithmus, die hinter diesen Suchmaschinen stehen, nutzen, ohne sie zu verstehen, ohne wirklich zu überlegen, was machen wir da eigentlich? Ist das nicht ein Problem der Nutzer eigentlich, dass da viel mehr geschehen müsste, dass wir uns da weiterbilden? Dass wir wissen, wie funktioniert der Algorithmus, welche Suchmöglichkeiten habe ich, in welchem Kontext suche ich, dass ich mir da selber darüber bewusst bin. Weil ich sehe es, ich muss mich selbstkritisch sehen, ich sehe selber, wie ich Suchmaschinen nutze, wie ich Google nutze, dass man
teilweise einfach zwei, drei Stichwörter eingibt, gar nicht drüber nachdenkt, die ersten drei Links sich anguckt und dann einen davon nimmt. Ohne zu überlegen, was mache ich da, nach welchem Kontext wird ausgesucht, wäre es vielleicht sinnvoller, das Alter einzuschränken. Also das ist, glaube ich, mal ein Problem der Weiterbildung des Nutzers oder des Denkens des Nutzers, wie er etwas nutzt, diesen Algorithmus. Es geht direkt an dich, Max. Ja, also würde ich 100% unterstreichen und vielleicht auf eine Möglichkeit hinweisen, die wir gerade angefangen haben. Das ist eine ganz spannende Entwicklung, es nennt sich MOOCs, Massive Open Online Courses. Das ist eine Geschichte, die darauf basiert, dass Kollegen von mir, der Sebastian Truhn und der Peter Norwig, einen Kurs über künstliche Intelligenz in Stanford angeboten haben, zu dem sich über 100.000 Leute angemeldet haben. Der war umsonst und komplett automatisiert. Von den 100.000 Leuten haben also wirklich auf Stanford künstliches Intelligenzniveau 20.000 Leute den Abschluss gemacht. Und das war so beeindruckend, die haben das einfach, ohne auch mit irgendjemandem vorher großartig zu reden, durchgezogen, dass die Kollegen gesagt haben, ja, vielleicht sollten wir das eben auch für solche Themen benutzen. Und deswegen, wenn Sie jetzt gucken, The Power of Search heißt der erste Kurs, den Google selbst anbietet, um eben suchen zu lernen. Und der nach demselben Prinzip funktioniert eigentlich. Also da haben jetzt sich schon wieder Tausende, ich weiß nicht, ich glaube Hunderttausende von Leuten angemeldet. Und das sind immer Kurse, die komplett online sind, komplett automatisiert, aber trotzdem eine sehr persönliche Komponente haben. Also das heißt, sie gucken mit den Besten oder einem der Besten über die Schulter, wie er praktisch wie bei der Nachhilfe was erklärt. Ganz kurze Videos, 5 Minuten, danach Tests. Und am Ende haben sie, glaube ich, wirklich ein ziemliches Wissenspaket da mitgenommen. Und wir haben diesen Kursbilder jetzt auch open sourced. Also das heißt, wir glauben, dass diese Möglichkeit, so Wissen zu kommunizieren, zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema, aber auch zu vielen anderen, das Bildungswesen doch sehr bereichern wird. Ja, das wäre jetzt natürlich wieder ein komplett eigenes Thema. Muss ich auch an die Apple University denken. Einerseits Monopolisierung von Bildung durch Großunternehmen, dann auch Demokratisierung natürlich, dass ganz andere Menschen teilnehmen können. Auch ein sehr schmaler Grad wäre aber nochmal ein eigenes Thema. Ich habe weitere Meldungen. Bitte schön. Auch bitte das Mikro. Ja, dann tue ich natürlich. Nikolaus Huss, Suma e.V., also Suchmaschinen e.V., insofern sind wir auch mit dem Thema befasst. Die Frage, jetzt geht es dann doch um Google, und da geht es ja nicht um die Frage von Google, dass es ein gutes oder böses Unternehmen ist, sondern ich sage immer, im Netz ist ein Krieg im Gange, es ist ein Wirtschaftskrieg im Gange und alle tun immer nett miteinander. Ist auch so, hat auch diese beiden Elemente, weil einerseits ist es ein hochinnovatives Unternehmen, haben auch viel Kapital angesammelt, viele Leute angezogen, so, und rollt das Geschäftsmodell aus. Der Einstieg heißt, wir haben ein elektronisches Telefonbuch, da machen wir auch viele andere Sachen und damit erschließt man sich aber doch auch einfach andere Geschäftsbereiche. Wer sich beschäftigt hat, auch wie der Bundestag, mit der Frage, wie sind die Rankings von Google eigentlich befasst, weiß, dass in bestimmten Geschäftsbereichen, wo Google selber sozusagen in einzelne Linien reingeht, auf einmal Google Angebote nach oben rücken, andere nach unten rücken. So, das kann stimmen oder kann nicht stimmen. Man kann es aber nicht beweisen. Man kann sagen, entweder don't be evil, wir glauben, dass ihr nette Menschen seid, oder man kann es nicht. Da stellt sich dann die Frage des Dialogs über gesellschaftliche Kontrolle. Zwei Ebenen. Erstens, das lässt Google nicht zu, deswegen ist es ein Krieg der Öffentlichkeit auch zum Teil gegen Google, auch natürlich mit anderen Wirtschaftsunternehmen, schon klar. Und zwar eben, um die Bereitschaft zu erkämpfen, sozusagen Transparenz herzustellen, und demokratische Kontrolle ist mir zu viel. Das klingt mir nach zu viel Institutionen, aber wirklich nachvollziehbare Überprüfungen, überprüfbare Regelungen. Und die zweite Ebene, die schwierig ist, ist die Frage, wie kann man das sozusagen machen, weil sozusagen gesellschaftliche Bewegungen sind eher national oder auch gesellschaftliche Regulierungen. Google ist ein internationales Unternehmen. Also da finde ich, ist immer ein bisschen die Diskussion mit Google ist immer so, wir sind doch so nett und wir machen so viele schöne Sachen. Ja, das stimmt alles. Aber es geht auch die Frage, wie kann eine Gesellschaft, die eine Weltgesellschaft ist, überhaupt Einfluss auf Unternehmen nehmen, was quasi monopolistischen Charakter hat. Würdest du da noch mal kurz zur Stellung nehmen, auch zu dieser Frage, ob ihr wirklich sozusagen die eigenen Angebote priorisiert? Dafür bin ich hier, ja. Wie gesagt,
Also vielleicht ganz kurz zu dem Thema. Mein Verständnis ist, dass es verschiedene, ich glaube, es sind ganz konkret Klagen auch gegeben hat, ne, wo jemand sich benachteiligt gefühlt hat, wie sein Suchergebnis ist. Die sind nach Prüfung auf EU-Ebene alle als nicht so konkret beschlossen worden oder sind noch in der Prüfung zumindest. Also ich finde, solange das noch nicht nachgewiesen ist, sollte man auch das so handhaben. Was natürlich Fakt ist, ist, dass die Kollegen, die bei uns in Google Maps arbeiten, natürlich einen guten Zugang haben zu dem Verständnis, wie der Algorithmus funktioniert. Das ist ja irgendwo selbstverständlich und insofern können die ihre Ergebnisse entsprechend oder ihre Angebote entsprechend gut optimieren. Wir hatten es ja über die Suchmaschinenoptimierung. Ich glaube, das ist das der Hauptgrund, warum die Sachen gut gerankt sind. Zu der anderen Frage des multinationalen Unternehmens, also einmal gibt es ja durchaus jeweils die Anpassungen auf den jeweils nationalen Raum. Ich denke zum Beispiel die speziellen Regelungen, was Meinungsfreiheit und Nazi-Inhalte angeht. Hier in Deutschland hält sich Google genau wie alle anderen Internetanbieter an die lokalen, an die nationalen Regeln, wie wir uns immer an die nationalen Regeln halten. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich absolut richtig, dass Internetfragen grundsätzlich globale Fragen sind. Und insofern man sich wünschen würde, dass auch die deutsche Regierung sich etwas mehr bei Foren wie dem Internet Governance Forum oder ITU, also auf UN, auf internationaler Ebene bei ICANN einbringt und da entsprechend Expertise und einbringt und was sagt, als wie bisher eigentlich eher mit unteren Rängen bei solchen internationalen Konferenzen aufschlägt und dann dementsprechend auch wenig sich Gehör verschafft, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir sind da, glaube ich, auf einem besseren Weg. Ich komme gerade aus einer Konferenz im Außenministerium, wo es um Internet und Menschenrechte ging, wo sowohl das Justizministerium als auch Herr Westerwelle gesagt hat, es sind globale Fragen und sie wollen sich da mehr einbringen. Ich glaube, es ist einfach eine Frage der Entwicklung und dass die Mühlen der Politik eben, und da sind wir wieder bei dem Grundthema, etwas langsamer sind als die Innovationszyklen im Netz und insofern eben auch eine neue Form der Politik Beteiligung und Steuerung gefragt ist. Und wir glauben, dass das bisherige Multi-Stakeholder-Modell mit diesen besagten Institutionen, Internet Engineering Task Force etc., eigentlich ein sehr schönes Modell sind, um gemeinsam, und da würde ich Ihnen jetzt widersprechen, weniger im Kampf miteinander als im Wettstreit, im sportlichen Wettstreit miteinander. Ich finde diese Kriegsmetaphern da immer etwas fehl am Platz. Ich glaube, es ist wirklich ein bemerkenswertes Beispiel, dass man einen politischen Raum hat, der bis jetzt durch Kooperation eine unheimliche Dynamik und einen Erfolg geschafft hat und da eigentlich eher jetzt gebremst wird und machtpolitische Spielchen reinkommen, die zumindest bisher nicht nötig gewesen sind, sondern es war eher ein kooperativer Ansatz. Wer möchte sich denn aus dem Auditorium noch einbringen? Gibt es weitere Fragen? Bitte. Ja, Christoph Skutnik von der FU Berlin. Ich würde doch nochmal auf die Fragen der demokratischen Kontrolle eingehen. Also was ich ganz interessant finde, ist, dass man sich wahrscheinlich, wenn man sich vorstellen würde, dass Google ein Geheimdienst wäre, deutlich mehr Sorgen machen würde bezüglich der Tagesplanung und so weiter, was man eben an diese Institution weitergibt. Und ich stelle mir schon manchmal die Frage, wenn jetzt beispielsweise die Republikaner den Wahlkampf gewinnen in den USA, wir bekommen eine republikanische Partei mit einer sehr starken Tea Party-Bewegung, die eben beispielsweise Abtreibungsgegner oder Abtreibungsbefürworter versucht aus der Gesellschaft zu vertreiben oder wie auch immer. Dann oder als anderes Beispiel, Google wäre ein chinesisches Unternehmen, dann würde man sich vielleicht nicht mehr so ganz euphorisch dran geben und jeden Tagesablauf veröffentlichen. Also vielleicht so ein bisschen als Denkanstoß. Wir gehen eben auch immer sehr stark, glaube ich, von der deutschen Perspektive aus, wo wir zum Glück ein sehr konsensbasiertes politisches System haben. Das muss nicht immer so sein. Und die Frage ist eben schon, inwieweit man diese Daten eben auch nutzen kann, um noch deutlich zielgerichteter politisch zu agieren, als das jetzt der Fall ist. Das habe ich jetzt als Statement verstanden. Vielen Dank. Genau. Weitere Meldungen? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir optimal in der Zeit und können noch eine schöne Schlussrunde machen.
Ich würde dich jetzt nochmal fragen, Kaspar, konkret auf die Ausgangsfrage, wozu führt diese starke Personalisierung im digitalen Kontext? Welche gesellschaftlichen Auswirkungen entstehen? Kommt es wirklich, so wie Max Senges es hier definiert hat, möglicherweise zu einem neuen Schulterschluss zwischen gesellschaftlichen Kräften, Unternehmen, Politik im Multistakeholder-Kontext? Kommt es zu einer ganz starken Individualisierung, weil jeder mit seinen eigenen Daten im Netz beschäftigt ist? In wenigen Worten, wo geht die Reise hin? Also ich bin eigentlich an keinem persönlichen Schulterschluss interessiert. Ich möchte einfach nutzen. Und das ist, glaube ich, auch der Antrieb der meisten Nutzer, dass Dienste ihnen einfach Vorteile bieten. Das ist auch der Grund, warum viele vielleicht auf Dinge verzichten, die sie eigentlich oder Dinge benutzen, die sie eigentlich kritisieren. Was wir jetzt nicht angesprochen haben, was natürlich in unser Thema reinspielt, ist die Filterbubble. Das klang jetzt auch so ein bisschen deine Frage. Also als Filterbubble definiert man sozusagen dass durch das personalisierte Netz und die Personalisierung dieser Effekt, dass mich zunehmend nur Nachrichten und Fakten ereilen, die schon auf meinen Interessen zugeschnitten sind und dadurch so ein bisschen dieses Zufallsmoment fehlt. Das ist eine interessante These, über die wir, glaube ich, auch weiter nachdenken sollten. Ich glaube, es gibt aber ein bisschen immer die Gefahr so eines romantischen Bildes von früher hatte man irgendwie mehr Einfluss darauf, was man weiß. Und es gibt da spielt so ein bisschen auch so ein Schicksalsgedanke mit. Ja? Also was ist mir vielleicht entgangen, weil die News jetzt mir personalisiert zugeschnitten wurde? Da werden wir uns sicherlich in den nächsten Jahren noch viel mit befassen. Irgendein Blogger hat mal den Satz geschrieben, die News wird mich finden, und ich glaube, das wird auch weiterhin so bleiben. Also ich grase zum Beispiel eigentlich gar keine Newsseiten mehr ab, sondern irgendwie schlagen die irgendwie bei mir auf durch diese Filterbubble, und das funktioniert ganz gut. Also im Moment fühle ich mich eigentlich ganz gut informiert, und manchmal ist es dann eben doch das persönliche Gespräch. Aber zum Schulterschluss, ja, gerne miteinander reden, aber nicht den ganzen Tag. Ja, die Filterbubble ist so ein schönes Abschlussmoment, könnte man jetzt eigentlich sagen. Wir machen Schluss, aber natürlich gebe ich dir auch nochmal das Wort. Max, vielleicht einfach nochmal gefragt, du würdest wirklich persönlich den Transparency Report, den es ja gibt, von Google verantworten. Welche drei Elemente würdest du dir für die Zukunft wünschen? Was könnte zum Beispiel noch in diesen ja eher technisch geprägten Transparency Report eingebracht werden? Ja, vielleicht erkläre ich erst noch mal kurz, was der ist, der Transparency Report. Also vielleicht auch auf das Statement von gerade. Ich denke, alles, was man gegen diese Was-wäre-wenn-Argumente, denn Google ist nicht eine chinesische Suchmaschine und wir sind kein Geheimdienst, gegen die Argumente kann man sich natürlich schwer wehren. Man kann sich da ganz viel vorstellen. Was wäre, wenn, da kann man sich sowohl positive als auch schlechte Sachen vorstellen. Alles, was wir machen können, ist versuchen, einen guten Track Record aufzubauen und eben mit guten Beispielen voranzugehen. Einer davon ist der Transparency Report. Wir sind, soweit ich weiß, neben Twitter, die jetzt gerade auch angefangen haben, die einzige Firma, die Anfragen von Regierungen, sowohl welche mit richterlichem Beschluss als auch ohne, und wir kriegen von beiden ziemlich viele, das können Sie sich gerne anschauen, veröffentlichen wir, auch länderspezifisch, leider im Moment noch nicht für alle Länder, insofern das wäre definitiv ein Wunsch, dass das etwas umfangreicher ist. Manche Länder haben dann wiederum Restriktionen, dass man das nicht veröffentlichen darf, zum Beispiel in Saudi-Arabien, werden Sie sehen, da können wir die Zahlen nicht rausgeben. Wir informieren die Leute, wenn wir solche Anfragen kriegen, nach Möglichkeit, das ist auch wieder gesetzlich geregelt, wenn wir das können, informieren wir die Leute, dass da Anfragen gekommen sind, auf den Account zuzugreifen. Ich glaube, das ist ein Beispiel, wo man sagen kann, wir bemühen uns, diese Transparenz zu schaffen, wo es geht. Ähnliches ist mit Anfragen, die also als Class Action dann wirklich größere Mengen von Gmail-Accounts angefragt haben in den USA, die wir einfach abgelehnt haben und es dann auch vor Gericht durchgefochten haben, dass wir die nicht rausgegeben haben. Auch das Verhalten in China, denke ich, ist da hoffentlich einigermaßen vertrauensbildend, dass wir eben versuchen, nach Möglichkeit, dass in solchen Nachfragen, in solchen Systemen dann nicht zu kooperieren. Ja, das wären
interne Punkte vielleicht gar nicht unbedingt für den Transparency Report selbst, sondern für die Ausweitung von dieser Art von Transparenz, die zum Beispiel von Facebook und anderen Unternehmen durchaus auch und speziell Telekom-Unternehmen wie Vodafone etc. kriegen ohne Ende solche staatlichen Anfragen. Da mal einfach die Zahl zu zeigen und zu, sichtbar zu machen, wie viele Anfragen kommen da rein, wie geht es hoch oder runter, wäre eine Möglichkeit, um dann bessere gesellschaftliche besseren gesellschaftlichen Diskurs darüber zu haben. Am besten wäre meiner Meinung nach, wenn die Regierungen das direkt selber rausgeben würden und sagen würden, wir haben so und so viele Anfragen gestellt. Denn das ist durchaus beunruhigend, wie ich sage jetzt mal gar nicht unbedingt, es sind ja immer sehr viele Akteure beteiligt in der Regierung und in einem Staatsgefüge. Ne? Die Polizei hat ein sehr großes Interesse daran, möglichst viel Anfragen und Informationen in ihren Untersuchungen einzuholen und da konkrete Regelungen zu finden. Es gibt ein Standardisierungsgremium, was sich mit Schnittstellen zu Geheimdiensten befasst, sehr wenig bekannt. Solche Themen, die jetzt gar nicht unbedingt direkt auf ein Unternehmen, sondern eher auf das System gerichtet sind, finde ich sehr spannend und definitiv wert, weiter diskutiert zu werden. Das auf jeden Fall. Und es wird bestimmt auch 88-Jährige oder jüngere oder ältere Verschwörungstheoretiker geben, die glauben, dass Google ein Geheimdienst ist. Also was ich glaube, ist auf jeden Fall, dass Google ein gigantisches Werbenetzwerk ist, aber auch natürlich in dem ganzen hochinteressanten Dualismus ein wichtiges Tool, zum Beispiel mit dem Human Rights Channel bei YouTube für Meinungsfreiheit. Ja, ein Thema, was wir nicht auflösen können. Google einerseits Teil des Problems, andererseits Lösung des Problems. Aber ich hoffe, wir haben hier einige wichtige Denkanstöße gegeben und bedanke mich ganz herzlich, auch wenn jetzt schon jemand dazwischen redet, bei Kaspar und bei Max und bei Ihnen. Vielen Dank.